Hallihallo Leute, willkommen zurück hier bei Digimon World 4. Jetzt geht's hier richtig los im Todestal. Wir haben nun aufgebesserte Waffe und da hier 17, 31, 30 und Blitzschaden natürlich. Die Gegner, die haben keine Chance mehr. Ist das geil, ist das geil. Eine LP-Disc. Ich habe immer so den, so eine Macke, immer wenn ich halt volle Disc habe, dann setze ich trotzdem eine ein, um dann wieder was aufzunehmen. Also nicht wundern, wenn ich hier immer mal wieder was einsetze. Vor allen Dingen jetzt, weil ich so viel stärker bin, blocken die auch gar nicht mehr, weil die keine Chance mehr haben zu blocken. Das ist total geil. So, hier meine zwei Kumpels. Zack, zack. So. Beide tot. Und wieder eine Tordisk. Übrigens halt mit der Tordisk habt ihr ja vorhin, habt ihr im letzten Part ja gemerkt, mit der Tordisk kann man wieder zum Online-Center zurück. Findet man später in Massen. So. Ist das geil, das macht gleich viel, viel mehr Spaß. Zack. Zack. Tod. Bisschen Geld. Meine Kumpels hier. Zack, oh, wie er einfach nur umfliegt. Wie ich jetzt auch gar keine Angst mehr vor den Gegner habe. Daher, er fügt mir 13 Schaden zu, das ist nix. Yeah. Mit einer LP-Disc bin ich gleich wieder voll, perfekt. Übrigens, die Fallen hier, die sind auch nicht mehr da, voll cool. Goblins! Ich hab so gar keine Angst vor euch. Oh, Mann, das macht gerade Spaß, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so glauben könnt, wie doll das gerade Spaß macht. Zack. Steh auf, zack. Er droppt nichts. Droppst du was? Nö. So, Leute, dann ab in den ersten Dungeon. Feuchthöhle. Plop. Kennt ihr vielleicht noch vom Trailer? Ich trinke mal kurz einen Schluck, also nicht wundern. So. Direkt andere Musik hier im Dungeon. Einfach umgekloppt, das ist so geil. Eine MP-Disc. So, wieder eine LP-Disc. Ach, ich lasse jetzt einfach liegen. Ich habe ja eh keinen Schaden, von daher. So ein paar Bits. Und ganz viele Lumemon. Ach, das ist doch schön. Zack. Bam. Immer schön alle wegklopfen. Tot, tot, tot. So. Ja, aber läuft doch gut, Leute, ne? So, hier haben wir eine Karte von der Höhle. Jetzt mal gleich, wie es hier aussieht. Boah, hat er mich abgeschossen, aber ich habe natürlich geblockt, weil ich so viel Geschwindigkeit habe. Zack. Bam. So. Ich laufe einfach mal unten lang. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es richtig ist. Einfach mal schauen. Lumemon, Lumemon. Ihr seid voll die komischen Mon. Oder so. Und immer her mit euren Bits. Fünf Lumemon auf einmal. Geil. Zack, zack, geblockt. Zack. Voll cool, Mann. Vor allem, er blockt hier alle automatisch. Ich drück nicht mal die Blockentaste. Er blockt hier alle automatisch. Als wenn das irgendwie kein Problem für ihn wäre. Aber der hat doch gar nicht so viel Geschwindigkeit, oder? Ich hab 206 Geschwindigkeit. Ich habe keine Ahnung, ob das nun viel oder nicht ist. Aber... Oh, ich glaube, da links, da ist noch irgendwie... Ja, da links, da scheint noch ein Raum zu sein mit Items. Ich werde einfach mal erkunden dann. Zack, zack, bam. Boah, alles voll hier.
klack, klack, klack. Eine MP-Disk. Ah, 4 Küsten. Schon wieder eine MP-Disk. Mensch. LP-Disk. Langschwert. So, LP-Disk zum einen. Klappt gut, ne Leute? Ich hoffe eigentlich auch, dass euch das Spiel gefällt. Eventuell haben es ja auch manche von euch oder haben es zumindest schon mal gezockt. Eigentlich ist es echt ein geiles Spiel, nur ist halt schwer an die ganzen Digitationen zu kommen, weil die Anfangs-Digimon hier, Agumon, Dorumon, Wemon und Gilmon, die sind auch teilweise langweilig, weil die so klein sind und putzig und ihr wisst schon, was ich meine. Aber später dann die Digitation, das ist so geil. Ach ja. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Übrigens, jetzt gehen wir in den nächsten, also in die nächste Ebene des Dungeons und Sukamon, Mutant-Digimon. Seltsam geformtes Digimon, stammt von Daten, was weiß ich, ab. Ja, hier kommt nun auch Sukamon. Die sind fies. Und wenn man den bestimmten Schaden zugefügt hat, dann. Ja, dann setzen die sich so in den Boden oder irgendwie so. Und rollen auf einen zu hier. Ich schlag den jetzt so, zack. Den geht er so runter. Muss man mal blocken, weil die anderen sind nervig. Zack. Ja, irgendwie so. Ah ja, ihr merkt, ich krieg jetzt schon mehr Schaden, aber egal. Übrigens, wenn man in diese Felder reingeht, die leuchten so, wenn man alle Gegner besiegt hat, da kann man eine Tordisk einsetzen und dann kann man über so einen bestimmten, über so ein bestimmtes Portal kommt man dann wieder an dieselbe Stelle zurück. Also könnte ich jetzt hier rausgehen, alles verkaufen, komplett aufladen und alles und dann wäre trotzdem immer noch alles okay und ich könnte wieder an die Stelle zurückkehren. Ist jetzt gerade aber unnötig und die Technik ist gestiegen, Leute, die Technik ist gestiegen. Geil. Übrigens, die ersten paar Level, ich bin gerade ein Level up, war. Die ersten paar Level von der Technik sind immer ein bisschen lahmarschig. Aber wenn es schon so bei 30 angekommen ist, dann fängt es an, immer schneller zu werden. Und später, man erreicht ein Level und 3 Sekunden später hat man die Technik komplett voll. Also, ist halt immer mit Begrenzung. Und dann später bekommt man bei jedem Level 30 Technikpunkte mehr. Oder kann man halt mehr bekommen. Und ganz viel später dann nur noch 20 und dann ganz viel später nur noch 10. Bis zu später gibt es nur noch, ich glaube, 3 Level pro Level up oder so. Ist ganz schlimm später. Aber egal, ist noch lange hin bis dahin. Jetzt müssen hier schön weiter die Monster kloppen, weil es einfach nur Spaß macht. Zack. Wie die mich alle hier verprügeln wollen. Yeah. Und eine Karte, sehr schön. Die Karte kommt recht spät. Ich glaube, ich bin hier schon beim Boss. Ja, und vor jedem Boss ist meistens noch so ein HP-Heil-Ding oder MP-Heil-Ding. Manchmal auch HP und MP. So, Leute, unser erster Boss. Blossomon, Vegetations-Digimon. Blumenförmiges Digimon mit gefährlichen, scharfen Digi-Tentakeln. Ich muss ein bisschen aufpassen, der ist fies. Mensch! Oh, boah, da... 116 Schaden. Übel, ne? Lass mal die Kacke. Oh, 114 Schaden. Ja, okay, Bosse sind doch noch etwas hart. Nicht da, Kumpel, nicht da. Stop. Na dann halt so, komm her. Zack. Och, ne, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt macht er seinen stärksten Angriff. Er rennt mir richtig hinterher und dann macht er den. Und wenn man den irgendwie abkriegt, das zieht so viel ab, das ist schrecklich. Aber zack, zack, oh, 224, oh, übel. Übrigens könnte ich auch Y drücken und dann wird die stärkste Heilsache, die ich habe, eingesetzt. Aber, naja, könnte ich gerade noch machen, aber später lohnt sich halt nicht, weil später hat man diese super starken Heildinger. Und da ist es dann teilweise auch noch Verschwendung. So, ich quatsch euch ja total zu, merke ich gerade. Mach keinen Scheiß, Blume. Ja, hier, Feuer. Zack. Und tot. 88 Erfahrungspunkte, sehr schön. Ja, und wenn man den Wurst zuerst besiegt, also das erste Mal, dann droppt er mal einen schicken Schlüssel hier, die Blosso-ID. Dann brauche ich noch eine einzige ID und dann kommen wir in so ein Häuschen rein. Nach jedem Bosskampf gibt es dann auch noch ein paar Items als Geschenk, als Belohnung.
Ich habe gerade eine Doppelaxt bekommen. Wird auch meine nächste Waffe. Mal gucken, hat die Mods? Nein. Ich suche auf jeden Fall eine Doppelaxt mit Mods. Mindestens zwei wären schon gut. Voll cool. So, jetzt geht's auf zurück ins Online-Center. Aber ich kann eigentlich direkt wieder ins Todesteil reinlaufen. Nimmt sich nicht viel. Ich könnte eventuell, habe ich sehr viel Zeug mit. Nö. Ich gehe jetzt direkt in den nächsten Dungeon und dann, weil ausleeren muss ich mir noch nicht. So, wie hoch ist die Technik eigentlich? Ist sie schon höher als 2? Oh, auf 4 ist Stumpfschlag schon. Sehr schön. Mal sehen, wie das jetzt noch läuft in Zukunft. Boah, ist es bei euch eigentlich auch so schön warm? Oh, richtig geiles Wetter, ey. Wenn das Wasser schon warm wäre, dann würde ich direkt baden gehen. So, Todestal, Goblin Pass. Eventuell ist es für euch ja langweilig, wenn ich hier wirklich die ganze Zeit immer alle Monster nochmal neu kloppe. Aber das bringt halt einfach XP und eventuell sogar ein paar gute Drops, deswegen mache ich es einfach. Also seid mir bitte nicht böse, Freunde. Ihr habt ja gesehen hier. Erste Waffe, die ich bekam, Kampffalke mit 3 Mods. Zweite gute Waffe, die ich wirklich sehr früh bekam, Dinozahn mit 5 Mods. Was mir gleich so super viele Möglichkeiten ermöglicht hat. Genau, Nils. Nee, ist halt einfach so geil. Und eventuell kriege ich aber wieder so einen geilen Drop. Aber egal, jetzt wollen wir erstmal weiter zum zweiten dann. Zack. Technik gestiegen, sehr schön. Ja, schon über 40 Schaden manchmal. Ja, los, greift mich an, ich habe keine Angst vor euch. Zack. Zack, alle tot. Bam, MP-Disk, Erwachen-Disk. Geld. LP-Disk. Was? Ach so, ja, Blossomon hat mir ein paar MP-Disk gekostet. Aber egal. Zack. Zack. So, diesmal gehen wir hier oben lang. Bei Goborimon. Zack. Los, steht auf. Und zack, tot. So, dann geht's jetzt in den nächsten Abteil hier vom Todesteil. Der Trauerabgrund. Jetzt geht's los hier. Trauerabgrund. Hier wird's mystisch. Was mystisch? Mysteriös. So, Ogremon, Dämon-Digimon. Ogre-ähnliches Digimon, das sehr gerne kämpft. Na, wenn's sein muss. Oh, ein Erkundungsbericht. So. Erkundungsbericht Nummer 3. Habe ich einen verpasst? Oh. Hier ist Chief Leomon. Kaum zu glauben, aber die befreundeten Digimons in dieser Gegend haben uns angegriffen. Wir erkunden die tieferen Ebenen dieses unbekannten Servers, um diesen Vorfällen auf den Grund zu gehen. Alles klar. Zack, zack, bam. Zack, zack. Habst du was? Ja. Dinozahn, Langschwert und Kamikirima. Tod. Dinozahn. Mensch, hier ein paar coole Sachen will ich mal haben hier. Zack. Zack, Mann. Langschwert wieder. Ich glaube, manchmal kam hier irgendwo auch so ein... Ja, oder er hier. Ich glaube, irgendwie kam hier manchmal so ein Super-Goblin-Typi, der hatte dann so ein Zeichen an seinem Körper. Praktisch, als wenn der irgendwie einen Buff hätte. Oh, cool, Item. Und ja, der kam dann hier einfach und hat viel mehr XP gegeben als die normalen.
Mensch! Typi! Ist denn hier oben? So muss ich sagen, ne? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Nee. Aber ich glaube, hier kam manchmal dieser super starke. Naja, egal, Leute. Es ist schon wieder Zeit, leider. Ja, im nächsten Part geht es dann weiter zum nächsten Dungeon. Und ja, ich hoffe, das Let's Play gefällt euch. Also dann, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.